Hoffe, wir sehen noch einen Altcoin-Run. Unsicher. Warum bist du unsicher? Wegen Emotionen, kann ich dir jetzt schon sagen. Du hast einfach Emotionen. Du lässt Emotionen hier rein und die gehören hier einfach nicht hin. Schalt diese Emotionen komplett aus. Sei rational. Guck dir an, was die Entwicklungen in letzter Zeit waren. Guck dir an, wie so ein Bärenmarkt verläuft. Es sieht natürlich, wenn wir uns das so angucken, oh, das geht in einer geraden Linie nach unten. Tut es das wirklich? Zoomen wir mal ran. Auf einmal sieht das Ganze ganz anders aus. Wir haben hier verschiedene Bewegungen. Es sackt ein, es geht wieder hoch. Wir gehen wieder hoch zur Neckline. Wir haben eine starke Korrektur. Wir gehen wieder hoch zur Neckline. Das heißt, wir haben keine gerade Linie nach unten. Wenn man sich das aus der rausgezoomten Perspektive anguckt, so verläuft der Markt nicht. Darum fürchtet euch nicht so sehr davor. Es geht nicht in einer geraden Linie nach unten. Auch wenn es nach unten geht in den Bärenmarkt, werden bestimmte Strukturen eingehalten. Und wir warten genau auf diese Retracements. Das ist das, worauf wir warten. Und meines Erachtens nach ist das eine der sichersten Varianten, um so zu traden, dass man wenig verliert. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, der Markt ist verrückt, es kann alles passieren. Das ist halt dieser Aspekt, der die Unsicherheit gibt. Hey Caro, was hältst du von Fondfax Finance? Ist seit dem Launch extrem gestiegen. Der wird krass gepumpt und das kontinuierlich. Sehr, sehr krass aufpassen bei solchen Projekten. Wenn du schon weißt, dass der so krass gepumpt wird und das auch noch kontinuierlich, kommt der Moment, wo das schön gedumpt werden wird. Vor allem von denen, die diese Coins kostenlos bekommen haben. Sei versichert, dass das passieren wird. Denn es passiert gefühlt, wenn wir uns das immer angucken, bei 90% aller Token. Dachdesign. Mein Caro, was meinst du, werde ich mit 200.000 XRP 2020 Millionär? Also wenn XRP tatsächlich die Preistargets erreichen sollte, mein Lieber, die wir uns festgelegt haben, bei 13, bei 10, 13 und 16 Dollar, dann wirst du locker Millionär werden damit, aber ganz easy. Allein wenn wir auf 4 bis 5 Dollar gehen sollten, reicht das auch schon aus, dass du damit Millionär wirst. Ich denke mal, du bist auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall, mein Lieber. Was sagst du zu Bitpanda Wallet oder allgemein zur App? Kann man da Vertrauen schenken? Bin neu an dem Markt. Wünsche guten Rutsch. Da Bitpanda von der österreichischen Finanzbehörde reguliert wird und auch eine Lizenz hat, also das Äquivalent zu BaFin in Österreich, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, die haben da eine Lizenz für. Glaube ich nicht, dass die da so viel Schmu mitmachen wollen würden, weil ihnen dann direkt die Regierung am Hintern klebt. Nichtsdestotrotz, Bitpanda, eToro, Plus500 sind ja teilweise mehr Handelsplattformen. Ich weiß jetzt nicht, Bitpanda ist jetzt keine, aus meiner Ansicht, keine klassische Exchange, hat eine leichte User Interface für Anfänger vor allem, hat aber auch unnormal höhere Gebühren als bei einer normalen Exchange halt, ne? Ich würde dir empfehlen, das, was wir auch tun, was jeder große Investor tut, lagere deine Coins bei deiner eigenen Hardware-Wallet. Wir nutzen den Nano Ledger X dafür. Du kannst den Link dazu finden bei jedem unserer Videos. Es kostet dich nicht einen Cent mehr. Wir kriegen eine kleine Provision dafür. Falls du dich für eine andere Hardware-Wallet entscheidest, dann recherchiere nochmal und tu das auch. Egal, ich möchte jetzt nicht, oh, nur weil wir Provision kriegen, nimm den Nano Ledger X. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass du eine Hardware-Wallet nutzen sollst. Weil nur dann bist du der Einzige, der Herr über deine Kryptos ist. Solange du das auf irgendeiner anderen Wallet von irgendeiner Exchange hast, haben die Zugriff auf deine Coins. Du hast nicht die Schlüssel dazu, zu der Blockchain. Nur sie haben die Schlüssel zu der Blockchain. In dem Moment, wo du dir eine Hardware-Wallet holst, bist du der Einzige, der die Schlüssel hat, der die Zugänge hat zu der Blockchain, wo deine Coins dann gespeichert werden. Und so ein Nano Ledger X und eine Hardware Wallet ist letztendlich, das ist der Schlüssel zu der Blockchain, kann man sagen. Viele sagen nur USB-Stick, da wird er drauf gespeichert. Nein. So ein Nano Ledger X, wenn man das simpel ausdrücken möchte, ist der Schlüssel zu der Blockchain. Das heißt, die Blockchain kannst du dir vorstellen wie so ein Haus und jedes Haus hat nur einen Schlüssel, der passt. Und dein Nano Ledger X ist dann der einzige Schlüssel, mit dem man auf deine Blockchain zugreifen kann, wo dann deine Coins hin transferiert werden und gespeichert sind. Und den 24-stelligen Code für alle Anfängerleute niemanden weitergeben. Ihr wollt nicht irgendwelchen Fremden die Schlüssel zu eurem Haus geben, wo euer Frau und Kind da drin ist. Ihr vertraut
eurer Frau und eurem Kind keinem Fremden an. Nicht mal dem, der euch das Haus verkauft hat. Darum, auch wenn Ledger euch anschreibt, sagt, hey, gib mir eure 24-stelligen Codes, wir wollen ein Update für euch machen. Sagt ihr, mm-mm. Den zeigt ihr dann dem Stinkefinger und sagt, vergiss es. Ich bin der Einzige, der Zugriff drauf haben darf. Wenn du etwas möchtest, kann ich dir eventuell ein paar Coins transferieren. Wenn ihr euch sicher seid, dass es kein Scam natürlich ist oder sowas, ne? Aber ich gebe euch ganz bestimmt nicht den Zugriff zu meinem Haus. Da, wo alles Hab und Gut, meine liebsten Menschen, die ich habe, die da drin wohnen und alles, was da gelagert ist. Darum, mein Lieber, meines Erachtens nach, die einzige wahrhaftige Methode, deine Kryptos richtig aufzubewahren, sodass du der Einzige bist, der Herr über deine Kryptos ist, ist eine Hardware-Wallet. Wir nutzen den Knowledge X. Nutze unseren Link, falls du dich auch für den Knowledge X entscheidest, damit wir eine kleine Provision kriegen und ein kleines bisschen was dazu gewinnen.